So, die zweite Aufgabe aus der Sammlung. Die erste Aufgabe gibt es anscheinend nicht. Das ist jedenfalls M1 A002 aus der Sammlung oder auch V001. Wie die Dinger durchnummeriert sind, da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. Jedenfalls eine korrekte Aufgabe. Wir haben hier eine Masse M1, die ist 6 Kilo, eine Masse M2, 1,5 Kilo. Die Erdbeschleunigung soll vereinfachen mit 10 gerechnet werden. Die Frage, wenn nü 1 gleich 0 ist, hier also glatt, wie groß ist nü 2? Und wenn nü 2 gleich 0 ist, wie groß muss dann nü 1 sein, damit das System nicht rutscht? 30 Grad Winkel gegeben. Wir wissen, der Sinus von 30 Grad ist gerade ein halb. Wenn wir also diese Masse hier, die eine Kraft hat von 60 Newton, aufteilen in einen Normalterm und in einen Hangabtriebsterm, dann wissen wir, dass das hier 30 Newton sind und das hier sind nur 15 Newton. Der Hangabtrieb ist also stärker als M2 mal G und damit rutscht das System nach links. So, wir wollen jetzt erstmal annehmen, dass der Hangabtrieb die einzige Kraft ist und dass wir hier keine Reibungskraft haben. Dann kann ich im Prinzip sagen, hier ist zum Beispiel diese Seilkraft S2 und hier ist die Seilkraft S1. Und wir machen zuerst mal hier einen Schnitt und wir sagen jetzt die Summe der Kräfte in dieser schrägen Richtung hier gleich 0 und daraus folgt, die Seilkraft S2 ist gerade gleich M1 mal G mal Sinus 30 Grad und das ist 6 mal 10 mal 1/2 und das ist 30 Einheit Newton, Einheit Newton. Jetzt kommt die Summe der Kräfte in dieser Richtung gleich 0. Das ist der Schnitt 1, das ist der Schnitt 1, das ist der Schnitt 2, hier ist der Schnitt 2 und wir kriegen raus, die Seilkraft S1 ist gerade gleich M2 mal G und das sind 15 Newton. Seilreibungsgesetz. Wir gucken uns das Ding an. Wir stellen fest, hier taucht der Winkel, ja, die Skizze ist noch nicht sehr schön. So, die Skizze kann man sicherlich verbessern. Hier taucht der Winkel 30 Grad auf, hier taucht der Winkel 90 Grad auf. Ich teile den Winkel 90 Grad mal in drei Kuchenstücke ein. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 mal den Winkel Pi Sechstel. Also der Umschlingungswinkel ist 4 mal Pi Sechstel oder 2 Pi Drittel. Das sind also 90 Grad plus 30 Grad gibt 120 Grad. Und 120 Grad ist ein Umschlingungswinkel von 2 Pi Drittel. Das Seilreibungsgesetz sagt aus, die große Kraft ist gleich der kleinen Kraft mal E hoch Nü Phi. Nü ist gerade, ja, das ist nummeriert, das hier ist Nü 2, habe ich nicht dran geschrieben. Und der Umschlingungswinkel steht hier. So, S2 und S1 werden eingesetzt. Wir haben hier also 30 Newton ist gleich 15 Newton mal E hoch Nü 2. Mal 2 Pi Drittel. Den runterdividiert steht hier eine 2. Ln auf beide Seiten losgelassen. Ln 2 ist gerade 2 Pi Drittel mal μ 2. μ 2 ist gerade 3 mal Ln 2 dividiert durch 2 Pi. Und da kommt dann auch ein Ergebnis raus. Das ist 0,33095. Und wir sollen nur vier führende Stellen angeben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 führende Stellen. Und deswegen muss ich den noch runden und sagen 0,3310. Das sind jetzt also vier führende Stellen. Ja, damit ist das Nü 2 gelöst und der erste Teil der Aufgabe. Jetzt ist die Rolle hier glatt. Das heißt, die Kraft von 15 Newton liegt hier voll an. Und wir haben jetzt folgendes Problem. Wir haben hier also eine Seilkraft von 15 Newton. Wir haben hier wieder unsere Kraft 60 drauf, die wir aufteilen in den Cosinus und den Sinus 30. Das heißt, wir haben hier den Hangabtrieb von 30 Newton. Ja, Sinus von 30 ist 1/2. Und den Cosinus 30 kann ich auch nochmal erwähnen. Der ist Wurzel 3 halbe. Deswegen ist diese Kraft hier 60 mal Wurzel 3 halbe und das ist Wurzel 3 mal 30 Newton. So, wir haben hier also im nächsten Fall eine Normalkraft. Die ist gerade
Wurzel 3 mal 30 Newton. Wir haben eine Reibungskraft, die ich aus der Summe der Kräfte herauskriegen kann. Wenn ich das also nochmal einzeichne, haben wir hier eine Kraft 15. Hier die Kraft sind 30. Und folglich müssen wir hier noch eine Reibungskraft haben von 15 Newton. Das ist also die Summe der Kräfte in Summe der Kräfte in dieser Richtung gleich 0. Daraus folgt, die Reibungskraft ist gerade gleich. 60 Newton mal Sinus 30 Grad minus 15 Newton, das sind 30 Newton minus 15 Newton und das sind 15 Newton. Und da wir die Normalkraft kennen, können wir jetzt sagen, das μ ist Reibungskraft zur Normalkraft, sind 15 Newton durch Wurzel 3 mal 30 Newton. Dann können wir die 2 noch erzeugen. Newton kürzt sich raus. 1 durch 2 und Wurzel 3. Und den Rest macht der Taschenrechner 0,2887. Wer das hier nicht wissen sollte, kann ich auch noch mal kurz erklären. Wir nehmen ein gleichseitiges Dreieck. Diese Seite ist 1, diese Seite ist 1, diese Seite ist 1. Wir ziehen hier eine Höhe rein. Diese Seite ist jetzt 1/2. Diese Seite ist h. H Quadrat, 1/2 zum Quadrat ist 1 Quadrat. H Quadrat ist 3/4. H ist Wurzel 3/2. Hier haben wir 60 Grad, hier haben wir 30 Grad. Und wir sehen, der Sinus von 30 Grad ist gegen Katheter 1/2 zu Hypotenuse 1. Und wir erhalten das Ergebnis 1/2. Und der Cosinus von 30 Grad ist an Katheter h durch Hypotenuse 1 ist also h und das ist Wurzel 3/2. Der Tangens von 30 Grad kann ich natürlich auch machen, ist gegen Kathete durch Ankathete, 1/2 durch h und das ist 1 durch Wurzel 3. Und diese Werte hier, die sollte man auswendig können. Sie kommen nicht nur in der Mechanik, sondern auch in der Mathematik und in der Physik immer wieder vor. Und es ist wirklich ärgerlich, wenn man diese Werte nicht kennt.